heute mal wieder unterwegs zur Wasserquelle und natürlich ein paar inspirierende Gedanken, die was uns alle beschäftigen. Es geht um das Thema Zeitlinien, Lebenseinstellung, würde ich sagen, Lebensphilosophie. Der woke Mensch würde natürlich sagen, Lifestyle. Das ist ja ganz wichtig. Und da sind mir einige Gedanken gekommen. Man redet ja oft über den amerikanischen Weg des Lebens, wobei diese Bezeichnung nicht ganz richtig ist, auch irreführend, weil auch in den Staaten kristallisieren sich mittlerweile immer mehr zwei Zeitlinien heraus. Die einen, die was in diese sogenannten 15 Minuten Smart Cities münden werden. Und dann gibt es den zweiten, den Antidemokraten. Ja, ist der Antidemokrat, der Republikaner, wo ich hier im politischen Schubladen zu denken mich spute, dass man da ja nicht in diesen Fallstrick fällt, weil Wahl ändert gar nichts. Wahl bringt wieder eine neue Qual. Nur die Abwahl dieses Systems beendet einmal zumindest diese Qual. Wer weiß, was denn welche andere Qual, das kommt dann zurück zu den, zu den Antidemokraten. Das sind Republikaner, das klassische Texaner, der was eher, würde ich sagen, noch konservative Werte vertritt, ein leidenschaftlicher Waffenbesitzer ist, eher familienorientiert, hat natürlich auch eine Farm, also ist meistens auch oft eher im handwerklichen, praktischen, selbstständigen Beruf angesiedelt. Und das ist natürlich auch, und ist auch natürlich ein Patriot, sehr viel vergessen, ja, ein glühender Patriot. Und dieses Bild vom Republikaner wird uns hier im Westen tunlichst nicht vermittelt, sondern das klassische Bild vom Demokraten. Das heißt, wenn wir, und ich bitte sputet euch bewusst, englische Begriffe in der deutschen Sprache zu vermeiden, es zerstört unsere Kultur, es zerstört unsere Bindung zu unseren Ahnen und schau wirklich, was allein englische Musik, ich habe nichts gegen Englisch, ich habe nichts gegen die Amis, schon gar nichts gegen die Republikaner, auch die Demokraten sind nicht auch Wesenheiten, weiß nicht, die was jetzt ein bisschen fehlgeleitet sind, aber sind auch zum Großteil halt oft wieder verführte Menschen oder Menschen, was sie verführen haben lassen. Also ich habe nichts gegen das Englische, aber hier auf deutschem Boden, auf deutscher Erde, ja, wir sind Österreicher, sprechen Deutsch, lesen Deutsch, finde den Fehler. Der Bayer sagt auch, er ist ein Bayer, aber er weiß genau, dass er Deutscher ist. Also so weit haben wir diese demokratische Umerziehung schon gebracht, dass der Österreicher nicht einmal weiß, wenn er hier auf diesen Wald geht, bin gerade am Fuß des Böslingbergs, dann ist es deutsche Erde und deutscher Boden und hier wird auch gefälligst Deutsch gesprochen. So einfach ist es. Jedem Land, jeder Kultur, jeder Sprache das Seine. Das heißt nicht, dass man andere Sprachen verbieten sollte. Nein, das sei ferne. Das machen die teilweise die Nazis in der Ukraine, ja, die was ja bei Dekret die russischen Minderheiten da unterdrücken und die Sprache verbieten und so, das ist auch der falsche Weg. Aber achtet auch darauf, welche Klänge gerade musikalisch in euch Ohr kommen, welchen Klängen ihr mit euren Klangmaschinen Raum gebt. Also die Musik und der Musikstil zeugt eindeutig davon, wer unsere Herren sind, welche Kultur. Ja, da hört man halt natürlich eine ständige englischen Lieder von Deich oder irgendein Negerrap, nichts gegen Negerrap, aber passt, also zeigt einfach auch, welche Kultur wir sind. Und wir denken gar nicht mehr drüber nach, es ist so schön, selbstverständlich. Wir schalten Radio ein, ich schalte schon lange nicht mehr ein, hab kein Radio.
Und wenn wir Musik hören oder Musik spielen, englische Musik, und zerstören damit unsere eigene Kultur. Und ich bin kein Feind, habe ich nicht mehr gesagt. Die Amerikaner sollen einer amerikanischen Volksmusik horchen. Das ist gut, das brauchen sie. Wer sind die Amerikaner? Grunde genommen auch zum Großteil halt angelsächsische Auswanderer, kann man auch sagen. Also doch auch germanische Wurzeln, was halt durch den Protestantismus halt sehr weit von der urgermanischen Wahrheit, vom Ariertum entfernt hat. Natürlich, wenn ich jetzt gewisse Begriffe sage, wie zum Beispiel Negerrap oder Ariertum, dann würden natürlich sehr viele völkerleitete Geister hier schon wieder aufschreien und sagen, ja, ma, rechtsextrem oder wie immer. Das sei ferne. Nein, man muss in Zusammenhang sehen. Ich habe nichts gegen einen Negerrap, ganz im Gegenteil. Aber er passt halt einfach nicht zu uns. Er passt irgendwo vielleicht in einer Großstadt, ja, ich sage jetzt New York oder wie immer, in einem Vorort, da passt er rein. Und das ist eine Kultur und das sollte man nicht nehmen. Und jetzt kommen wir zu dem Thema, zu den typischen woken Menschen, zu denen sie uns erziehen wollen, Umerziehung wollen. Man kann ja vergleichen im eigenen Lebensstil, wie weit wir hier schon so von den unnatürlichen demokratischen infiziert sind. Und man braucht nur schauen. Das sind nicht dann Menschen, die was halt normal irgendwo in einem Hamsterradjob arbeiten, vielleicht eher sogar für Großunternehmen, irgendwo in der Stadt, einer Wohnung haben, brav arbeiten gehen, brav in Urlaub fahren und natürlich brav im Markendiscounter, Markenkleidung einkaufen und eigentlich ein ganzes Leben wieder in dieser Matrix verbringen und auch diese Matrix wieder speisen energetisch. Und nicht heißt nicht, wenn ich jetzt einmal vielleicht für 2 Stunden spazieren gehe und Wasser hole, dass ich aus dieser Matrix heraus bin. Ich bin genauso da drinnen in dieser Matrix, aber doch mir ist es gewahr, mir ist es bewusst und ich kämpfe wirklich dagegen an, mit vielen Niederlagen, mit viel Schlachten, mit viel Siegen, es ist ein harter Kampf, aus dieser Matrix herauszukommen, die was einfach die Demokraten über uns errichtet haben. Letztendlich geht es darum wieder um ein Kastensklavensystem, aber das ist alles Basiswissen, über das will ich eigentlich gar nicht mehr reden, müsste jeder wissen. Wichtig ist, es geht nicht darum um Wissen. Wissen, das andere Wort für Wissen ist Vedisch. Und wenn wir jetzt uns orientieren, dann sollte man sich auch nicht unbedingt am Texaner orientieren, weil der Texaner hat für seine Kultur, für seinen Landkreis, für seine geografische Lage und für seine ganze Geschichte seinen eigenen Weg gefunden. Das heißt, wichtig ist, dass wir Germanen, Speermänner, wieder unseren Weg finden. Und das ist einmal primär, geht es darum, die Wurzeln zu den Ahnen wieder schlagen, sich mit den Ahnen zu versöhnen. Und darum hat es diese demokratische Agenda so sehr darauf abgesehen, die Familien zu entzweien. Primär die Väter von den Söhnen, weil damit schneidet man komplett die Ahnenwurzeln ab. Und damit richtet man enormen Schaden ab, das heißt, man reißt. Man entreißt den Kindern, die was sie hier dann instrumentalisieren lassen und gegen die Ahnen aufgehutzt werden, prima gegen die Väter, entzieht man ihnen die Wurzeln. Und das wären willige, gehorsame Opfer für die neue Agenda, ohne dass sie selber wissen. Und auch die Mütter helfen oft mit und ist oft die Frage, in der Zeit wie dieser, in dieser, ich vermeide englische Begriffe, ihr wisst, was ich meine, diese Woken-Gesellschaft, wie sehr das oft auch die Mütter hier mitspielen. Und auch sie wurden instrumentalisiert, indoktriniert. Der Staat als Ersatzfamilie kommt natürlich mit seinen
Sozialleistungen, Alimente, Familienbeihilfe, Klimabonus, Kinderbonus, Schulstartbonus. Und somit begibt sich die Frau in eine ungesunde Abhängigkeit eines Systems, also dieses demokratischen Systems. Ich nenne aus dem Grund die Begrifflichkeit demokratisch, um ein Synonym oder einen Anknüpfungspunkt zu schaffen zur Grundideologie der demokratischen Partei in den USA, um hier ein bisschen einen Anknüpfungspunkt zu haben. Der Begriff Demokratie wäre ja im Grunde genommen ganz anders, sehr positiv, wenn er richtig ausgelebt werden würde, das was unter diesen Umständen nicht der Fall ist. Ich habe schon mal öfter darüber geredet, über das Begriff Dorf oder Dorfgemeinschaft. Nur 10% haben wählen dürfen früher in Griechenland. Also die Demokratie, die echte Demokratie schaut ganz anders aus. Um 180 Grad verdreht, wie sie es wir haben. Aber gut, über Politik wollen wir nicht reden, sondern einfach über persönlichen Lebensstil und wie weit wir hier in dieser Agenda schon fortgeschritten sind und infiziert sind, zeigt einfach unser praktisches Leben, unsere Lebensgewohnheiten. Und natürlich, wenn ich jetzt Netflix schaue die ganze Zeit oder YouTube-Videos von irgendwelchen Influencern und irgendwelchen Möchtegern, sag jetzt Survival-Gurus oder wie immer, dann werde ich eher das Gefühl haben, ja, so schlecht bin ich nicht aufgestellt. Aber wenn ich natürlich jetzt den Maßstab an eher was Urgermanisches oder Urvedisches finde, also das Vedische, mit dem sollte man sich wirklich auseinandersetzen, ist eine tiefe Wahrheit. Natürlich sollte man hier auch aufpassen, es gibt sehr wohl zum Vedischen und zum Russisch-Vedischen und zum Germanischen schon einige gewisse Unterschiedlichkeiten. Das ist natürlich auch geografisch, kulturell, geschichtlich bedingt. Ist es mitunter nahezu unmöglich, hier wirklich Literatur zu finden. Aber, jetzt kommt das schöne Aber, um es mit C.G. Jung zu postulieren, es gibt natürlich diese Archetypen, dieses kollektive Bewusstsein. Dieses Wissen ist gespeichert. Was für uns bedeutet, ich nenne es jetzt einfach germanisches Wedentum. Diese Quelle kann man anzapfen, diese Wahrheit. Natürlich, wie findet man Zugang zu dieser Quelle? Es ist einfach grundsätzlich ein Wechselspiel des Universums. Wenn du so weit bist, wird die Quelle sich dir offenbaren und zeigen. Und du wirst gar nicht rauskommen. Und du wirst diese fundamentalen Wahrheiten wieder durch deine Anbindung einfach automatisch, ich will jetzt den Begriff nicht verwenden, schon wieder diesen englischen, aber arme ausnahmsweise nochmal downgeloadet bekommen, dass das weißt, was du meinst. War nochmal, ich spute mich selber bewusst wieder die deutsche Sprache in seiner Reinkultur zu pflegen. Das betrifft natürlich auch oft meinen Dialekt, wo der Dialekt natürlich ein kulturelles Erbgut von, würde ich sagen, Erzherzogtum Bayern war. Wir waren ja 1000 Jahre in dem Sinn eigentlich eng mit Bayern verwandt oder Oberösterreich. Würde ich sagen, ist gleich Bayern oder Bayern ist gleich Oberösterreich. Aber steinigt es mich nicht. Und bezeichnet es mich deswegen nicht als Nazis. Ja, jetzt könnt ihr mir so bezeichnen, was wollt. Gewisse geschichtliche, historische Tatsachen kann man halt nicht weg. Man kann schon wegzensieren, aber es gibt dann durch auch noch gute Bücher. Bücher vor 1939. Bücher aus dem vorigen Jahrhundert, die was diese Tatsachen historisch ganz klar belegen, dass wir
einfach ein Teil des Deutschen Reiches waren. Und auch dieser Begriff Deutsches Reich stammt bitte nicht aus der braunen Ära, sondern geht weit, weit, viel weiter zurück. Und ich bin froh, dass man einfach halt alte Geschichtsbücher findet. Und ich sage gerade Originalausgaben um die Jahrhundertwende sind nur weitgehend ideologisch befreit, weitgehend. Aber du kannst genauso zum Beispiel den Schiller lesen. Also auch dort wirst du einfach deutsche Geschichte finden und Wahrheiten, die was du nie im Hörsaal oder irgendwo auf der Oberstufe in Geschichteunterricht hören wirst. Warum? Weil man will natürlich bewusst Wahrheiten verschweigen, aber um es mit Moltke wieder zu postulieren, das Wort Postulat gefällt mir sehr gut, verwende öfter, Lüge vergeht, Wahrheit besteht. Und wir wissen, wir kriegen irgendwann ein Gespür dafür, was Wahrheit ist. Und jetzt bin ich bei meiner Quelle und hole mir ein gutes Wasserchen und Wässerchen.